Einen wunderschönen guten Abend, sagen wir es mal, 20 Uhr in Hopfach. Kiesgrube Weilbach ist heute am Start. Einen Userwunsch, den wir hier jetzt heute vorstellen. Ja, und ich bin wie immer nicht alleine. Unser Christian ist auch wieder da. Moin. Guten Morgen. Genau, Kiesgrube Weilbach, Bach, stellen wir euch heute vor, und wir haben uns ein schlaues Gefährt uns zugelegt, weil es ist einfacher und viel schneller mit dem Auto diese Kiesgrube zu zeigen. Es werden zwei Folgen und ich würde sagen, wir beginnen einfach. Christian, Sie dürfen dann mal fahren. Ich hoffe, ich muss keine Kotztüten haben. Ah, doch, für dich immer. Ist ja wie immer sehr liebensgewürzig zu mir, ne? Genau, immer. So, lass uns mal die schöne Aussicht von hier oben genießen. Sieht ja richtig geil aus, ne? Ja. Gut, ich hoffe, der Christian kennt den Weg jetzt nach hier unten. Wir fangen jetzt erstmal an hier unten mit den Produktionen. Wie ihr Sand und so weiter bekommt. Dort haben wir dann natürlich auch schon wie immer etwas vorbereitet, weil das geht schneller. Und sprich hier unten den Bagger, der den hier, warten so, warte mal gerade, Christian. So. Dieser Bagger, der hier unten steht, der hat keine Bedeutung. Der ist einfach nur zur Zierde da, den brauchen wir nicht. Der hat hiermit nichts zu tun. Wir fangen ganz einfach hier bei dieser Produktion an. Christian, Sie dürfen. Ja, das ist die Steinproduktion. Da füllt ihr Biodiesel rein und dann fängt der Bagger an zu meißeln und produziert euch Stein. Irgendwo haben wir hier auch einen Anzeigentrigger. Ja, rechte Seite. Ja, so, genau. Hier haben wir nämlich Rohstoffe. Biodiesel schmeißen wir rein. Bis zu 10.000 Liter passen rein. Gut, wir haben viel zu viel. Das ist aber halb so wild. Und bis zu 500.000 Stein produziert das Ding. Es ist sehr leise. Man hört auf jeden Fall nichts. Gut. Das ist die erste Option. Steinproduktion. Fängst du auch an? Er dampft, er ist am Meißeln. Okay, gut. Ich dachte jetzt, da wäre auch noch ein Ton dabei. Rein theoretisch würden wir jetzt hier ein wenig die Zeit vorspulen. Wollen wir dieses tun, Christian, oder wollen wir erst Nein, zur anderen rüberfahren? wir können jetzt mal weiterfahren. Okay, das heißt, wir springen wieder ins Auto rein. Wie gesagt, das ist die Steinproduktion. Biodiesel rein und nach etwas längerer Zeit habt ihr dann Stein. Weiteres braucht ihr hier bei dieser Produktion. Auch hier haben wir das wieder vorbereitet. Dankeschön, Christian. Ha. Bitte schön. Ich gehe Besser schon mal den Radlader holen. als ein Taxi. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Kohleproduktion. Seht ihr hier? Auch wieder gerade hat man den Trigger gehabt. Kohleproduktion und zwar hier auch wieder. Ah, hier passen nur 5.000 Biodiesel rein und bis zu 5 Millionen Kohle bekommt ihr raus. Das heißt, wir schmeißen das mal gerade um. Schmeißen mal hier den Biodiesel drin. Tada. So. Den können wir jetzt hier stehen lassen. Auch hier müssen wir warten. Es dampft auf jeden Fall schon mal. Auch hier gibt es keinen Ton. Gut. Wo ist denn der Christian hin? Im Da. Radlader. Okay. Wo möchtest du jetzt hinfahren? So, jetzt ist was Neues zu der alten Version der Hauptfach. Und zwar hat die Kiesgrube jetzt unten, weil das von vielen auch gewünscht worden ist, endlich wieder was zum Schaufeln. Und zwar liegen hier meines Wissens nach 56 Millionen Liter Abraum. Halleluja. Dieser Abraum wird natürlich auch weit gebraucht, um für die weiteren Produktionen. Den könnt ihr hier unten ganz einfach Radlader, was für die Kiesgrube sich natürlich gehört, hinfahren. Mit dem Radlader aufladen. Und dann den Anhänger schütten oder ihr fahrt zeitgleich ab zur nächsten Produktion, wo es weiter verarbeitet werden soll.
Genau, aber auch dieses haben wir natürlich dann schon ein wenig vorbereitet, damit wir da euch das zeigen können. So, die Produktion lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen, zeigen wir euch Genau. hinterher, dass die funktionieren. Du kannst mal gucken, ich glaube, der Radlader müsste auch Passenger haben. Eigentlich, glaube ich. Nö. Nö, der Gut. möchte mich nicht haben. Ich fahre die Dann hinterher. fahren wir mal hinterher. Dann zeigen wir dem mal, wo der Abraum reinkommt für die erste Produktion, der Kies und groben Sand herstellt. Hoffe, du kannst mich bergen, wenn ich hier runterfalle. Ich glaube nicht, ich bin am Lachen dann. Okay. So seht ihr jetzt auch ein wenig was vom Weg, wie wir wo und so weiter hinfahren. Oh, hinfahren. Also wie man in die Kiesgrube rein und rauskommt. Christian, könnten wir auch eigentlich hier verbuddeln oder so, ne? Ja, das muss doch mit meiner Frau ausmachen, ne? Ich hoffe, die ist nicht da. Und die ist anwesend, aber die hört dich nicht. Gut so. Dann verfolgen wir mal hier den Christian. So, wenn ihr dann hier seid, nicht nach oben hochfahren, sondern einfach geradeaus weiter. Dann kommt ihr zum Abladetrigger für den Abraum für die grobe Sand- und Kiesproduktion. Ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen einfacher machen und einen LKW, einen Anhänger oder was weiß ich nicht hinstellen, dann erst einen LKW vollfüllen. Braucht ihr hier noch mit dem Radlader hin und her fahren. Wer ihm das Spaß macht, kann das machen. So. Und dann sind wir schon angekommen. Der Abraum, der kommt hier hinein. Genau, hier ist nämlich auch die Anzeige dafür. Tada, das wird auch ratzatz übergedingsbumst übertragen. So. Und jetzt brauchen wir aber noch was, Christian. Ja, erstmal hier oben. Da unten ist der Trigger für den Abraum. Und hier oben ist die eigentliche Produktion. Mit den schicken Förderbändern, die hier reingemoddet worden sind, wird das ganze Zeug, wie ihr dann auch sehen könnt, dass die auch animiert sind. Schick. Das läuft ja wie am Fließband. Genau. So, und dann habt ihr hier die Produktion für Kies und groben Sand. Da fehlt natürlich jetzt noch Biodiesel. Machen wir gerade das Menü auf. Abraum bis zu 1,5 Millionen. Biodiesel 5000 Liter. Und raus kommt dann eben halt grober Sand bis zu 50.000 Liter. Und Kies bis zu 50.000 Liter. So, ja, So. auch Biodiesel haben wir hier vorbereitet. Ja, ich habe es gerade eingefüllt. Der Tank ist an der linken Seite. Und somit geht unsere Produktion dann an den Start. Genau. Auch dieses dauert natürlich wieder pro Stunde. 2000 Liter werden hier produziert. Genau. Somit würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal nur ein 10-minütiges Video. Na, wir können jetzt erstmal noch zeigen, wo der Stein gespawnt wird, wo sie den wegholen können, wo die Kohle gespawnt wird, wo sie wegholen können. Das ist ja auch noch alles wichtig, ne? Ja, und da willst du jetzt hinlaufen? Ich bin schon unten. Oh. Ah ja, stimmt, So, hier. guck mal. Tada. Hier könnt. Also da, wie ihr seht, wird die Kohle mit hier gespawnt. Hier könnte sie dann mit dem Radlader, Telelader oder weiteres aufnehmen. Zeigen wir das auch gerade, dass es funktioniert. So. Immer diese Technik, ne? Manuel und Technik. Ha! So. Und tada, ihr seht, hier geht die Kohle rein. So. Genau. So, jetzt kannst du mal auskippen und dann mit dem Radler, mit dem Telelader rüberkommen zur Steinproduktion. Jetzt soll ich auch noch fahren. Ja, muss es auch mal lernen, das Fahren. Dankeschön. Das habe ich jetzt auch verstanden, Christian. Müssen also wieder. Dahin habe ich doch einen Bagger hingestellt. Warum soll ich denn da hinfahren? Weil der Bagger weg ist, den haben wir gerade für den Abraum gebraucht. Ach, den hast du mir einfach geklaut, oder was? Ja. Boah.
Das zum Thema dann Vorbereitung. Ich habe eine ganze Stunde für das Ding gebraucht, um das vorzubereiten, ne? Und Christian klaut mir das einfach. Tische. So. Und So, hier auf dem Boden seht ihr dann, hier wird der Stein gespawnt. Der produzierte, den könnt ihr dann auch noch mal wieder aufnehmen. genau, hier haben wir dann das Stein drinne. Tada. Und dann ab in Anhänger Oder immer halt selber hinfahren. oder halt selber hin und her fahren, genau. Und das sind so halt die ersten drei von vier Grundproduktionen. Die für das Kiesdeck braucht. Genau, die vierte, das ist der Flusssand und den hatten wir euch ja schon mal in einem anderen Video erklärt, wo ihr den herbekommt. Den bekommt ihr, falls ihr es nicht gesehen habt, bei Feld 32 und 33. Genau, auch da Biodiesel rein, warten, bis er gespawnt ist, aufladen, hier rüberfahren Genau. und dann geht es weiter in die nächsten Produktionen rein. Also, ich täte sagen, da wir jetzt hier wieder ein bisschen was vorbereiten und ein bisschen was umfahren müssen, machen wir hier einen Cut mit der Aufnahme und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, 20 Uhr, wenn ihr wollt. Gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr sehen wollt. Das ist hier ein Userwunsch gewesen. Den haben wir jetzt vorgezogen. Ansonsten hätten wir was anderes gemacht. Christian ist zwar natürlich wieder weg, möchtest du aber trotzdem noch was sagen? Tschüss. Tüdelü mit Ü und weg.